Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chigi Boink und das ist Master of Orion im Multiplayer-Modus mit unserem Freund Vagga. Wir sind online. Jawohl. So, jetzt haben wir eine Minute Zeit. Er hat schon bestätigt. Wir gucken mal eben, wo die Piratenflotten sind. Da. Und irgendwo da hinten. Das ist ja unwichtig. Wir fliegen mal ein bisschen rum. Wir haben noch eine Flotte, die wartet. Das ist unsere Fregatte. Okay. Haben wir eigentlich einen Anführer schon ausgewählt? Ah ja, der ist ja auf der Fregatte. Der kann auch erstmal da bleiben. Produzieren tun wir hier nichts. Brauchen wir wieder 400 für. Boah, ist das nervig. Da können wir auch nichts bauen. Auf in die nächste Runde. Ist ein bisschen lang. Hier mit den Trillianern aus den... Oh, großzügige Schenkung. Von wem? Ein bisschen dauert es, bis wir hier aus der Pötte kommen. Produktion gekauft. Okay. Wer wartet denn jetzt hier auf Befehle? Du, mein Freund. Alles klar. Xeno-Beziehung braucht auch noch eine Runde. Motiviert wie immer. Wie ist denn dein Status? Alles gut? Hatte Probleme die letzten Runden. Kolonieschiff ist verloren gegangen. Dann Kolonien, die einfach so verhungert sind. Leider Gottes. War nicht so einfach. Und Gott sei Dank haben wir jetzt die automatisierte Fabrik. Dann können wir wenigstens ein bisschen was herstellen. Forschungslabor würde ich jetzt nicht sagen. Eher Biosphären. Wir geben nochmal einen kleinen Bonus. Also das Schiffsdesign von denen ist ganz cool. Ich habe gar nicht den aktuellen. Mal gucken hier. Fahrt zum Sieg. Technologisch gesehen sind wir führend als Trilarianer, aber die Terraner natürlich. Oh, ich dachte eher, dass die hier eroberungsmäßig an erster Stelle sind. Oh, Xeno-Beziehungen haben wir. Dann können wir, glaube ich, ein Bündnis eingehen, oder? Botschaft. Erstmal Botschaft. The philosophers will see to it. Okay, dann mal schauen, ob wir hier diplomatisch gesehen auch bei den anderen landen können. MR Schan, Audienz, Verhandlung. I'm listening. Wie sieht's aus mit der Botschaft? We ask no more than the lion's share. Jährliche Zahlung 1. And no less. Nö. Ich hab keinen Bock drauf. Was ist mit den Klakonen? Verhandlung. Botschaft. Jährliche Zahlung 1. Also, warum wollen die Kohle von mir? Nö, machen wir nicht. Spieler Wacker hat ein Geschäft gesendet. Handelsabkommen, auf jeden Fall. Können wir noch weitergehen? Nicht-Angriffsabkommen. So, und was machen wir als nächstes? Ziviler Transporter brauchen wir nicht. Steuerbehörde wäre was. Wirtschaftlich gesehen sinnvoll. Oder Biotechnologie. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Kohle. Ich würde jetzt erstmal auf Wirtschaft gehen. Wobei, dann kommt natürlich die Kolonie hier aus der Pötte. Na, kann ich nicht machen. Ich muss. Forschung, 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 Forschung. Wo ist er? Da. Biotechnologie. Leider. Müssen wir das tun? Was heißt leider? Aber es ist halt so. So, jetzt erstmal Chat. Nee, ich meine, wie es deinem Imperium geht.
interessiert es natürlich, wie es unseren Freunden geht. Hat er jetzt mein Abkommen hier schon angenommen? Nimm's an, Freund. Nimm's an. Warum geht der Chat nicht? Nehm doch bitte mein Abkommen an. Er hat immer noch einen Planet, das stimmt. Damit ist natürlich ist recht schwierig dann. Was mit den Terranern? Die sind uns auch sicherlich freundlich gesinnt. What do you propose? See here, equity is paramount. Also ich zahle nicht dafür, dass wir hier eine Botschaft installieren. So, können wir jetzt noch weitergehen mit einem Bündnis? Ja. The philosophers will see. Dann haben wir doch alles. Na, komm schon. Bündnis. Ich bin auch gespannt, wie das Upgrade-System bei den Anführern funktioniert. Der müsste ja jetzt hier... Boah, okay, geht. Noch Level 1. Und wir haben ein Bündnis, super. Uns das jetzt irgendwo. Also ich finde es schade, dass wir zum Beispiel überhaupt gar nichts von unserem Bündnispartner sehen können. Weder Schiffe noch sonst was. Das gefällt mir nicht. Das bitte dringend ändern. Weil sonst sind Bündnisse irgendwie witzlos. Forschungsabkommen wäre noch sinnvoll. Auf jeden Fall profitieren wir beide dadurch. Darum geht's ja. Ja, ich weiß nicht. Kann ich jetzt hier... Also bombardieren ging ja nicht. Fliegen wir mal rüber. Ich frage mich, ob er jetzt ein neues baust. Du ein neues Kolonieschiff? Ja, die anderen sind schon ein bisschen weiter als wir. We would have you weave a union with the Klakon. Ganz ehrlich, 100? Nö. Wenn du mir... Ja. Da freuen sich die Klakonen nicht drüber. Aber es ist mir echt egal. Jetzt bauen wir hier ein Kolonieschiff, okay. Sollen die sich mal aufregen? Können wir mal hier hinfliegen? Das Orion. Fliege ich trotzdem mal hin. Macht ja Sinn. Hoffentlich verschwindet es nicht wieder. Wobei die Frage ist, wie kann ein Kolonieschiff oder ein Schiff an sich einfach so verschwinden? Man weiß es nicht. So, 5 Runden noch, bis mein Schiff kommt. Wir könnten hier hingehen. Das ist ein Sumpf. Erdähnlich. Macht das Sinn, einen erdähnlichen Planeten zu besiedeln? Oder eher nicht? Piratenflotte da unten, das macht mir jetzt nichts. Tundra, unfruchtbar. Wüste, 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 Wüste. Ozean, also wir müssten glaube ich dahin.
Weil ich nicht weiß, wie das mit den erdähnlichen Planeten sich verhält. Okay, wir können hier nichts tun. Elf Runden noch. Okay. Ich habe 4 Runden bis zum nächsten. Neuer Anführer. Was macht er denn? Er ist verwaltet auch Flotten. Chance auf Erscheinen von Anführern plus 20. Reduzierung der Rekrutierungskosten für Anführer plus 10. Stimmung plus 10. Gehalt 10 allerdings. Ne, muss ich ablehnen. Kann ich mir nicht leisten. Wir holen uns auf jeden Fall den da hinten. Der ist ganz gut. Und ich meine, genug Wasservorräte, also wir könnten auch hier leben. Maximale Bevölkerung 20 ist sehr, sehr reizvoll. Ich frage mal lieber, welchen Planet er anstrebt. Willst du? Würde gerne auf Larx siedeln. Also wenn er dahin möchte, dann lasse ich ihn natürlich, weil er hat noch keine andere Kolonie. Würde dir auch den Vortritt lassen, wenn du dahin willst. Sonst nehme ich den. Wir wollen ja nichts wegnehmen. Können wir den immer noch kaufen? Können wir immer noch anheuern, aber... Pff, ja, nö. Ist mir zu teuer vom Gehalt her. So, was ist hier mit den unabhängigen Rassen? Wie gesagt, das kostet 400 hier irgendwas... hier zu investieren. Trax, was habe ich denn gesagt? Nee, Larx. Wo ist denn Trax? Trax? I bring a deal to strengthen the bonds of our fellowship. Welchen wollte ich denn? Ich wollte Larx 5. Vielleicht sollte ich doch nach da oben. Ich glaube, ich sichere hier doch mal ab. Er nimmt Bubulus. Wo ist ein Bubulus? Bubulus, da, okay. Auch nicht so der tollste Planet. Erstmal nach Miu. Wegen der Minor Faction muss man dann da siedeln, das mal abklären. Why do I bother offering proposals when it's so much simpler? Okay, haben wir hier noch irgendwo eine unbekannte Rasse, dann hole ich mir auch eine, aber ja, hier, aber
möchte ich ungern siedeln. Ich fliege jetzt erstmal hier nach Lax 5. 17 Runden, das ist ja Ewigkeit. Glaube ich, sicher erstmal hierhin ab. Weil dann kann ich gleich mein Schiff hier, meine Fregatte nach da hinten hinziehen. So, was kommt als nächstes? Forschungslabor wäre angesagt. 4 Runden ist ja auch nicht übertrieben lange. Piratenflotte. Wo wollen die hin? Ist die große Frage. Und da ist auch eine natürlich. So, Xenobiotik. Bodenanreichere. Eigentlich müssen wir das hier erforschen. Ich glaube, ich gehe auch erstmal auf Wirtschaft. Wie sieht es denn verschmutzungstechnisch aus? Gut. Und hier auch noch gut. Biosphären. Okay. Meine Wirtschaft ist... erstmal besser werden. Also so wie ich im Moment dastehe, kann ich nicht, kann ich keine Flotte aufbauen. Und ich bin in der Zwickmühle. Wenn ich jetzt immer ablehne, denen die Karten zu geben, irgendwann gibt's Krieg. Based on your telemetry readings, you are right. Wo ist denn hier noch einer? Da hinten, okay. Forscher. Aber hier zu siedeln ist übel. Das kann ich nie machen. Leider. Also den Planeten könnte ich nehmen, aber... hilft ja nichts. So, Statistiken, dass wir technologisch so führend sind, das ist kurios. Ich dachte, wir sind relativ schwach oder langsam. Ja, Piraten muss ich loswerden und wo der hin will, ist auch wieder eine Frage. Nicht, dass er gleich hier mein Kolonieschiff platt macht. Wo ist es denn? Ne, du fliegst dahin und du... oh, und du hier unten. So, fangen wir mal an mit dem Bau. So, da bauen wir dann und dann lassen wir das hier hinten hinfliegen. Dann sichern wir zumindest schon mal zu der Seite ab. Wer jetzt? Wen bezeichnet Vagga als Ersche? Antarana? So, lieber Forschungs... also Weltraumfabrik oder Kolonieschiff? Kolonieschiff, oder? Was kommt denn hier als nächstes in 4 Runden? Was könnten wir in 4 Runden bauen, was gut wäre? Fregatte. Ja, wir bräuchten eher einen Zerstörer. Oder wir bauen uns eine Fregatte, die
Oh, 52 Sekunden kriege ich das hin, die Bomben abwerfen kann. Fregatte, Basisfregatte, bla bla bla. Was ich brauche, ist Atombomben, ne? So. Hier möchte ich bitte entfernen. So, wie viele Atombomben? 5 Stück. Was anderes brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh, oh, 7 Sekunden. Schnell speichern. Oh nein! Die Piraten haben uns erwischt. So eine Scheiße, ehrlich. Ach, jetzt haben wir hier eine Runde verpasst. Scheiß 1-Minuten-Limit. Fregatte 2, ne? So. Wir müssen schnell bearbeiten. Nuklearantrieb ist alles gut. Können wir den noch ein bisschen beschleunigen? Nö. Erweiterte Maschinen. Reisegeschwindigkeit 0,5. Okay. Nehmen wir einmal Atombomben weg. Alles klar. Oder was ist hier? Titanpanzer. Brauchen wir eigentlich nicht. Können wir da noch einen Atombombe hinzufügen? Ah, leider nicht. Egal. Dann nehmen wir den Titanpanzer wieder hinzu. Kann noch was? Speichern. Fertig. Bauen. Wo ist er? Wo ist er? Da. Gott sei Dank. So. Nächste Runde. Katzen sind vorne im Moment. Oh, was ist denn hier los? Ach, die Terraner. Guten Tag. 2 Zerstörer. Och, die sind schon echt übel drauf. So, Piratenflotte wo? Da oben. Okay, da möchte ich dann nicht lang fliegen. Ich fliege mal hier zurück. Die Katzen! Aber die Alteraner kommen doch nicht so schnell, oder? Oder doch? Gute Frage. Aber wir machen mal einen kurzen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin, ciao!